Seit 10 Jahren ermöglicht es YouTube über sein Partnerprogramm, Geld mit Videos zu verdienen. Seit vielen Jahren kann sich nun auch jeder als YouTube-Partner bewerben und wird automatisch angenommen, sodass Werbung auf dem Kanal geschalten wird. Und genau das wird sich jetzt ändern. Denn wie YouTube in ihrem Creator-Blog angekündigt hat, steht die Möglichkeit, seine Videos zu monetarisieren, nun nur Kanälen zur Verfügung, welche mindestens 10.000 gesamte Aufrufe erzielt haben. Ist diese Marke überschritten, wird der Kanal individuell überprüft, ob er mit jeglichen Community-Richtlinien übereinstimmt und zur Monetarisierung freigegeben werden kann. Damit gibt es nun also eine gewisse Hürde, bevor man wirklich Geld mit seinen Videos verdient. Grund für diese Änderung ist laut YouTube, dass zunehmend mehr Kanäle, welche neu auf die Plattform hinzukommen, Geld mit den Videos anderer verdienen oder in anderer Weise nicht in Einklang mit den Community-Richtlinien der Plattform stehen. Das bedeutet, dass beispielsweise Videos re-uploaden oder über andere Wege gegen die Richtlinie von YouTube vorgehen, jetzt härter bestraft wird. Laut Carrion Barron, Vice President of Product Management bei YouTube, bietet die Grenze von 10.000 Views auf YouTube einen ausreichenden Spielraum zu beurteilen, ob der entsprechende Creator zur Monetarisierung zugelassen werden kann oder besser nicht. Hier durchläuft jeder Kanal einen individuellen Überprüfungsprozess. Zeitgleich ist YouTube der Ansicht, mit dieser Richtlinie weder ihre bestehenden noch die aufstrebenden Kanäle zu schaden. Die Bewerbung als YouTube-Partner ist demnach auch schon vor Erreichen der Gesamtviewgrenze möglich, wird aber erst nach dem Erreichen der 10.000 Views unter die Lupe genommen und entweder bestätigt oder abgelehnt. Das bedeutet, dass ab dem heutigen Tage YouTuber unter 10.000 Gesamtaufrufen auf ihrem Kanal keine Werbung mehr ausspielen können. So viel zu den Fakten. Betrifft dich persönlich diese Änderung? Wie findest du diesen Schritt von YouTube? Meine persönliche Meinung findest du bei Interesse auf der Tutorial Center Facebook-Seite, um die Objektivität dieses Videos hier nicht zu gefährden. Ich freue mich auf eure Kommentare unter diesem Video und eure Meinung dazu. Teilt es gern mit Freunden, die darüber informiert werden sollten, und abonniere Tutorial Center für mehr Tutorials und News rund um YouTube in kompakter Form.